Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge des FIFA 16 Karrieremodus Stats und Entwicklung. Und ja, erstmal ganz kurz, ich habe das Ganze vorhin hochgeladen schon und ja, wurde dann natürlich darauf hingewiesen, dass das Ganze plötzlich irgendwann mitten im Video anfängt zu rauschen. Ich habe mir extra den Anfang nochmal angeguckt vom fertigen Video und alles war normal, aber irgendwann mittendrin fängt es dann an zu rauschen und ich habe ja nicht mal den Hauch einer Ahnung, wieso es anfängt zu rauchen. Es ergibt relativ wenig Sinn, muss ich zugeben. Aber naja, das heißt, das Ganze ist jetzt nicht mehr live, das heißt, wenn es nicht ganz rund wirkt, liegt es daran, dass ich jetzt das Ganze nochmal nachkommentieren muss. Aber ja, besser als ein Video, wo es die ganze Zeit rauscht, nehme ich mal an. Und von daher, sorry dafür, wer es vorhin schon gesehen hat, tut mir leid. Aber ich hoffe, diesmal ist das Ganze besser. Oder ich nehme es auf jeden Fall an, weil es diesmal mit dem richtigen Mikro ist. Vorhin musste ich ja mit dem anderen machen. Ja, sei es drum. Auf jeden Fall sind wir wieder bei Barcelona 2019. Das letzte war, glaube ich, 2017, 18. Das heißt, wir sind gut anderthalb, zwei Jahre voraus von dem, was ihr letztes Mal hattet. Und ihr seht schon da Zugänge 90 Millionen, Abgänge 0. Das heißt, ja, diese komplette Bandbreite an Spielern haben wir ausgeliehen. Das ist schon eine ganze, ganze Menge. Andererseits, ja, haben wir 90 Millionen ausgegeben für eigentlich nur einen Spieler. Und das ist Eden Hazard. Der ist jetzt dazu gekommen als neuer Top-Transfer. Ist natürlich eine ordentliche Summe, aber wir haben so viel Geld. Und irgendwann wird die Karriere ja leider, was heißt leider, in so einer Karriere wie Barcelona, die spielt man einfach nur, wenn man am Ende das stärkste Team aller Zeiten haben will, so ungefähr. Sonst würde das ja nicht so viel Sinn ergeben. Oder man ist halt großer Fan. Aber ansonsten, ja, ist es ja keine große Herausforderung, mit Barcelona ein tolles Team zu haben am Ende, weil man von Anfang an eins hat. Also, Hazard ist gekommen und das ist meine neue Ausstellung. Erst seit ganz neuesten. Vorher war es ja eher mit zwei Defensiven, mit Alaba und Pogba auf der 6-8 und davor De Bruyne. Jetzt ist es ganz abgeändert. Wir haben eine total crazy Offensive. Und was auch noch passiert ist, ist ja, James Rodriguez habe ich verpflichtet auf Vorvertrag. Das heißt, der kommt auch noch dazu. Der hat eine 93er Bewertung. Also sollte ich es schaffen, bis zur nächsten Saison zu kommen, dann hätte ich ein ziemlich überragend krasses Team auf jeden Fall. Aber jetzt ist das Team natürlich auch schon krass. So, Torwerte sind Ter Stegen und Bravo. Bravo natürlich nur als Backup, während Ter Stegen mit 90 der überragende Keeper ist. Dahinter dann, nicht dahinter, davor. Dann auf rechts Aurier ist mein Stammrechtsverteidiger mit Backup Hector Bellerin, der natürlich super schnell ist, aber ja, von der Wertung her einfach schlechter als Aurier, der einfach auch ein physisches Monster ist. Dann noch Dani Alves, der wird aber seine Karriere beenden, wahrscheinlich, oder zumindest sich einen neuen Verein suchen. Für den habe ich keine Verwendung mehr, einfach auch, weil er deutlich zu alt ist. Dann haben wir noch darunter Fabinho. Der ist ausgeliehen an Swansea City, das heißt, zurzeit spielt er nicht so eine große Rolle. Dann haben wir Marc Bartra, da hatte ich beim letzten Video, glaube ich, angekündigt, dass er darauf drängt, quasi in die erste Elf zu kommen. Bin ich jetzt zum BVB gewechselt, bin ich mal gespannt, was das wird. Ich hoffe natürlich was Gutes, aber ja, auch hier 85er Bewertung, 28 Jahre und so wie ich es prognostiziert hatte, hat er sich in die erste Elf gespielt. Ansonsten natürlich gute Stats und ja, freue mich natürlich. Sein kongenialer Partner darunter ist dann Aymeric Laporte, 89er Wertung, 24 Jahre jung, natürlich quasi nochmal, ja, irgendwie nochmal eine Stufe über Bartra drüber und auch, ja, sensationeller Verteidiger, groß, super Passspiel, super Zweikampfspiel, relativ flott unterwegs und ja, dahinter haben wir noch Kurt Zouma, der ja quasi wahrscheinlich nächste oder übernächste Saison wiederum für Bartra übernehmen könnte und würde. Dann hätten wir die französische Super-Innenverteidigung mit Laporte und Zouma. Hat wahrscheinlich auch was gute Seiten ab. Zurzeit eher noch Backup. Selbiges gilt für Mathieu, aber das ist nicht nur zurzeit, sondern der war eine ganze Zeit lang bei uns Stammkraft. Jetzt allerdings ja, wird auch der etwas älter. Und das bedeutet nichts anderes wie bei Vermaelen, dass die beiden eher nur noch für die zweite Mannschaft und bei Verletzungen einspringen. Bagnac, der spielt gar keine Rolle, weil den müsste ich eigentlich mal abgeben. Ich meine, ich habe sonst schon einen riesigen Kader. Dragovic ist so ein Zwischending, der wird nicht mehr mega aufsteigen, genau wie Matip. Aber ja, einen von beiden habe ich immer ganz gerne noch als Notfall-Backup da. Einer von beiden wird ausgeliehen, also so ist das. Dann David Alaba, der hat die ganze Zeit lang bei mir im zentralen Mittelfeld oder zentralen defensiven Mittelfeld gespielt. Jetzt aber durch die neue Ausstellung spielt er also als linker Verteidiger, kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber im zentralen Mittelfeld war er schon sehr geil. Seine Ausdauer war irgendwie seltsam niedrig, obwohl sie relativ hoch ist, so, aber der war immer sehr schnell ausgepumpt, aber hat mir sehr gut auf jeden Fall gefallen. Adriano wird jetzt noch sein Backup sein, solange der noch bei mir spielt oder ich hole mir dann irgendwann ein neues. Aber ich habe ja José Gaya, den habe ich jetzt aber gerade vorher, vor der Aufnahme ausgeliehen.
Einfach weil Alaba jetzt Stammlinksverteidiger ist und ich möchte Gaia eigentlich nicht die Spielzeit nehmen, die er vielleicht braucht, um sich weiterzuentwickeln, obwohl ich Gaia sehr, sehr mag und eigentlich ein sauguter Linksverteidiger ist. Aber jetzt mit Alaba, ja, erstmal kein Vorbeikommen. Grimaldo ist ausgeliehen, Kaptum, der spielt keine Rolle. Dann haben wir William Carvalho, das ist so der Mann, der ja entweder in der zweiten spielt oder eingewechselt wird für Pogba oder damals noch Alaba. Falls erstens die Kraft nachließ oder ich halt eine defensivere Variante gewählt habe. Dasselbe gilt auch für Song. Das war dann quasi so die Routiniers-Variante. Auch der ein defensiver Brecher. Nicht ganz so ein Brecher wie Carvalho, aber auch einer, der am Ende nochmal zum Absichern da ist, falls ich wirklich mauern müsste in einem Spiel. Ja, dann würden Carvalho und Song oder nur einer von beiden kommen. Und ja, Sampa ausgeliehen. Und Willian, der war eine ganze Zeit lang bei mir, ja, fast Stammkraft quasi. Meistens eher nur als Einwechsel, aber hat echt auch Stammkraft gespielt. Jetzt wird er auch alt, wird auch bald zum Verkaufen Zeit. Dann natürlich Paul Pogba und das ist ja überragend natürlich, bis auf Balance, alle Stats im grünen Bereich. Und ja, auf jeden Fall der Mann, der das Mittelfeld beherrscht. 25 Jahre jung, 90er Wertung. Ich meine, muss ich wahrscheinlich nicht mehr viel zu sagen. Überragend. Ähnlicher Spielertyp dann, aber nicht ganz ähnlich, aber deutlich ähnlicher als die defensiven Brecher dahinter ist André Gomes. Das heißt, wenn ich mal was ändern will, aber nicht defensiver werden will, bringe ich André Gomes. Rakitic ist eher der Mann für quasi der Captain der zweiten Mannschaft. Kamara spielt keine Rolle. Sergio Roberto spielt ebenfalls dann mit Rakitic im Mittelfeld der zweiten Mannschaft. So wie noch Kimmich war es die ganze Zeit lang. Der wurde jetzt auch ausgeliehen. Aber dann haben wir noch Gerrard, der ist auch ausgeliehen. Also der spielt auch nicht so eine Rolle. Rafinha ist auch ausgeliehen. Und ja. Dann geht's weiter zum Top-Transfer. Wie gesagt, 90 Millionen, natürlich ein Haufen Geld, aber ich habe so viel Geld, ich weiß gar nicht, was ich mit diesem ganzen Geld machen soll. Also habe ich mich dazu entschieden, einen weiteren Spieler zu kaufen. Hazard wird jetzt die linke offensive Mittelfeldposition bekleiden. Drei Spiele hat er schon gemacht, zwei Tore, ein Assist, lässt sich doch schon mal ansehen. Und obwohl diese Offensive von mir jetzt brutal pervers gut aussieht und sich hoffentlich auch gut spielen lässt, ich habe, glaube ich, jetzt ein Spiel mit der neuen Aufstellung gemacht. Denn daneben der Partner von Hazard wird jetzt Kevin De Bruyne sein. Und der war die ganze Zeit alleiniger Zehner und der ist einfach brutal, brutal, brutal gut. Und ich kann es nur immer wieder betonen, wahrscheinlich so ziemlich der beste Spieler, den ich dieses Jahr in Karrieremodus ausprobiert habe. Zumindest hier mittlerweile mit der knapp 90er Wertung. Da habe ich ihn ja erst gekauft. Unfassbar, der legt jedes Jahr Tore und Assist-Werte hin, die sind wirklich, da kommt kein anderer Spieler dran, nicht mal ansatzweise, sondern er ist einfach sensationell, der ist stark, schnell, schussgewaltig, dribbelüberragend und seine Pässe müssen wir gar nicht von reden, sensationeller Spieler. Dann haben wir tatsächlich Halilovic, der ist ausgeliehen und der ist bisher, glaube ich, jede Saison ausgeliehen worden von mir, aber der ist mittlerweile auf 87, was einfach krass ist, weil ich nicht weiß, woher das kommt. Ja, nur ausgeliehen, hohes Potenzial, aber ja, wenn diese Karriere noch lange gehen würde, was sie halt, weil ich nicht noch schafft, bis FIFA 16, 17, wäre das auf jeden Fall ein Kandidat für die erste Elf. Dann haben wir natürlich rechts Lionel Messi. Muss ich nicht viel zu sagen, wie gut er ist, aber ja, leider nie so viele Tore erzielt, wie er in echt machen würde. Aber dafür ist mein Spielstil vielleicht zu anders. Dann haben wir Meunier als sein Backup, aber zurzeit ausgeliehen. Luis Suarez ist wahrscheinlich der beste Stürmer, den ich dieses Jahr wiederum probiert habe in FIFA. Das ist sensationell. Kopfballschuss, Dribbling, Schnelligkeit, Passspiel, Körperbehauptung, ein vierstelliges Game-Moves, alles, was du dir für einen Stürmer wünschst. Schwacher Fuß, alles dabei und das ist Luis Suarez und ja. Weltklasse. Und mehr muss man zu einem Suarez auch nicht sagen. Dann hat Suarez noch kleine Backups, die zwar, ja, Dybala, aber der ist nicht der Suarez-Backup, wenn ihr das denkt, sondern Dybala ist das Messi-Backup. Ja, der spielt bei mir immer im rechten Flügel, sehr geil, aber Messi ist halt besser, ne? Dann haben wir Lacazette, das wäre quasi jetzt schon die interne Option, der Suarez ablösen könnte, sollte Suarez aufhören, irgendwie in den nächsten 2, 3 Jahren. Aber das ist jetzt nur alles Zukunftsgedanken, wie es wahrscheinlich eher nicht mehr kommen wird, weil ich nicht glaube, dass diese Karriere noch so weit gehen wird, aber ja, das wäre so Zukunftsmusik, ne? Dann haben wir Dongu, der ja keine Rolle spielt. André Silva, der spielt so genauso wenig eine Rolle. Neymar, ja, von den Stats her quasi mein zweitbester Spieler, aber ja, da sind zum Beispiel mit Suarez, De Bruyne, Pogba, das sind alles Spieler, die mir deutlich besser gefallen als Neymar. Woran es liegt, weiß ich nicht. Die letzten Jahre war Neymar in FIFA
Immer überragend, hat mir sehr gut gefallen. Dieses Jahr weiß ich nicht, irgendwas fehlt ihm, was mich nicht ganz so überzeugt, aber aus dem Team nehmen möchte ich ihn auch nicht. Ja, dafür steigt er wahrscheinlich einfach noch zu hoch an, was sehr geil ist. Kichner ist nur da, falls ich mal ein bisschen rumtricksen will. 5 Sterne Skill-Moves. Zusammen mit Neymar könnte man den vorne reinstellen. Und El-Sharawi ist das erste Backup für Neymar, vor allem in der zweiten Mannschaft. Sandro ausgeliehen. Und ja, das ist also das Team, das ich zurzeit habe. Wie gesagt, wir spielen in diesem 4-1 2-3 oder so oder 4-1-4-1, offensive Variante, sucht euch aus, wie ihr das Ganze nennen wollt. Ich denke mal 4-1-2-3 oder 4-1-2-2-1, ja, irgend sowas wird es schon am ehesten treffen. Dann die zweite Mannschaft in diesem 4-3-3 defensiv mit Lacazette, Dybala und El-Sharawi. Aber ja, es kommt natürlich alles nur auf die erste Mannschaft an, die einfach brutal ist mit Hazard und De Bruyne auf der 10 quasi so ungefähr als offensiven Feldspieler, Pogba dahinter auf den Außen, Neymar, Messi und vorne Suarez. Ja, klingt schon recht übertrieben, ne? Und dann kommt noch James Rodriguez dazu, wie ich den dann noch einbauen soll, weiß ich auch noch nicht ganz genau. Ich habe schon überlegt. Wahrscheinlich dann auf Dreierkette umstellen und dann irgendwie mit drei offensiven Mittelfeldspielern spielen. Also, es könnte schon recht lustig werden, wenn ich es schaffe, soweit noch zu spielen. Ja, Überraschung, ob wir das schaffen. Also, 207 Spiele bisher gemacht, 475 Tore und 122 Gegentore. Das klingt doch recht ordentlich. Drei Titel gewonnen im eigenen Land und zwei jeweils im Pokal und Champions League. 90 Millionen für Hazard, 45,5 für Busquets war diese Saison das höchste der Gefühle. Dann André Gomes und Alex Vidal die Saison davor. Davor die Saison De Bruyne und Douglas und die Saison davor Pogba und Piqué. Das waren so bisher die Highlights. Transfers. Bei Piqué war es irgendwie, habe ich nicht gedacht, dass Wolfsburg das halt annimmt und plötzlich war er weg. Und bei Busquets war es so, obwohl er ja sehr geil war, natürlich lag es am Ende daran, dass er den Vertrag, glaube ich, nicht verlängern wollte. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas ist auf jeden Fall vorgefallen. Hier gucken wir nochmal kurz in die Talente rein, wo nichts wirklich Besonderes dabei ist. So alles, was man auch jeder bei sich euch findet. Auf die Tabelle geguckt, sind wir vor Sevilla, Real und Valencia. Mit einem ordentlichen Vorsprung schon mal in dieser Saison noch, die ja zur Hälfte schon rum ist. Und Spielerstatistiken bestätigt quasi alles, was ich eben nochmal gesagt habe. Suarez der Überstürmer, De Bruyne der Überspieler. Und ja, Assists doppelt so viele wie ein Ronaldo. Mehr als doppelt so viel sogar. Also ja, ist schon sensationell gut, dieses Team. Das kann man nicht anders sagen. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich sowas auch in FIFA 17 dann machen werde, ne? Also Stats in der Entwicklung fordern, wie gesagt, oder wünschen sich viele von euch immer sehr. Und deswegen mal gucken, ob wir auch da so ein starkes Team nehmen oder wie es dann läuft. Aber bewerten nicht vergessen. Während Bartra sich tatsächlich noch im Video live verletzt und Zuma quasi übernimmt. Also, ja, sehr lustig alles. Nee, also, bewerten bitte nicht vergessen und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ihr könnt natürlich gerne noch sagen, was ihr glaubt, was man hier ändern könnte. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.